Oh mein Gott, willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben. Ich habe hier, ich weiß nicht, ob ihr es merkt, das ist das zweite Versuch hier in diesem Gespräch. Das Problem ist, ich habe mich direkt danach in die Stadt teleportiert und dann wollen die Leute das Auge reparieren. Das funktioniert natürlich nicht, weil ich das Auge nicht dabei habe. Deswegen fürchte ich, ich muss die hier erstmal alle besiegen, statt abzuhauen. Und da ich den ganzen Laufweg euch ersparen wollte, bin ich jetzt wieder hier. Ich werde ihn erstmal einfrieren. Vielleicht bringt es ja was. Scheint zu funktionieren. Was machst du denn hier? Ah, Goblin. Goblin-Skelett, geh weg. Fliege, geh weg. Komm schon. Leute, ich habe hier Wichtiges zu tun. Es geht um die Rettung der Welt. Da können doch nicht plötzlich so ein paar Viecher mich davon abhalten. Ja, da bin ich. Genau so ist es. Also, ich brauche ein bisschen Lebensenergie. Und dann brauche ich ein bisschen Mana. Hm? Weißer Rumpf gibt Mana. Ist ja lustig. Nee, lass mal. Ich will eigentlich... Ach, hier oben sind die. Mein Gott, warum sind die da oben? Ich bin ja gerade total verwirrt. Ich brauche 80 Mana. Also 75. Und ein Blauflieder zum Beispiel. So, und dann brauche ich noch 40 Lebenspunkte. Ist das richtig? Genau 40. Also zum Beispiel hier die 30. Und hier die 10. So. Und dann sollte ich vielleicht mal eine Runde speichern. Um sicher zu gehen, dass hier nicht... Naja, Mist. Ich habe gerade nochmal die Folgenanfangszeit aufgeschrieben, damit ich das auch nicht schneiden muss. Meine Güte. Ah, war ich kurz abgelenkt. Ich dachte nicht, dass er mich schon erreichen kann auf die Entfernung. Aber doch, kann er. Hm, wieder was gelernt. So, okay. Da bist du. Ich weiche die Maus. Und dann friere ich dich ein. Und dann gibst du erstmal zwei Zauber ab. Und dann hau ich drauf. Da hinten liegt auch ein toter Novize. Oh mein Gott! Blutfliege, nein! Nicht jetzt! Ich habe ja gerade eh nichts. Macht mir eh keinen richtigen Schaden. Hui, der erste Suchende ist tot. Wo ist denn die Blutfliege, die gerade noch eben da war? Hä? Hab ich die umgehauen? Echt? Hm. Keine Ahnung. Da ist nichts zu holen. Ist ja auch egal. Alles gut, nichts passiert. Mir geht's gut. Ich brauche Mana. Oh, ein Apfel. Den esse ich doch gleich. Und dann so ein Schinken hinterher. Und, ah, ich habe so viel Kram wieder im Inventar. Nicht den doppelten Hammer, der macht Schaden. Mist, das reicht gerade nicht fürs Mana. Auch noch 5 Mana. Wo kriege ich 5 Mana her? Wo kriege ich 5 Mana her? Ich könnte 5 Biere trinken. Das mache ich doch mal. 1, 2, 3... Die Milchmana? Tatsächlich. Milch gibt Mana, ist ja lustig. 5x Bier ist aber lustiger, vor allem jetzt direkt vorm Kampf. Ach komm, viel brauche ich noch? Irgendwie 50 oder so. Ist doch egal. Ich habe nur die großen Tränke, verdammt. Okay, hier 24. Und dann 2 davon. Und dann bin ich geheilt. Sollte passen. Ich muss mir echt mal wieder diese 50er-Tränke holen für die Lebensenergie. Das kann ja so gar nicht angehen, dass ich hier ständig Zeug futtern muss. Ich meine, das geht zwar, aber es dauert halt immer so lang. Oh, eine Blutfliege. Ich mache mir erstmal hier außenrum das kleine Kleingetier so ein bisschen weg. Damit die aufhören, mich zu nerven, wenn ich da in der Mitte zu den Suchenden gehe. Das sieht ja schon eindrucksvoll aus, muss ich sagen. Definitiv. Oh, hier geht's runter. Ich würde gerne mal einen Blick auf die Karte werfen, wo ich hier jetzt eigentlich genau bin.
Das weiß ich nämlich nicht. Mach ich doch gleich mal. Kann ich hier wirklich runter? Das sieht mir so ein bisschen nach einer... Nach einem... Ich fall hin und dann komme ich nicht mehr hoch aus. Ach, ich bin da oben. Ganz in der Nähe von... ja, von dem Steinkreis. Wo ich das Ornament geholt hatte. Weiß gar nicht, ob das erste war, oder das letzte, oder das dritte, oder das zweite, keine Ahnung. Ah, Moment, Sekunde, bevor ich in eine Falle reinlaufe. Nehme ich mal wieder meinen Zauber an die Hand, in die Hand. Um die Hand herum, keine Ahnung. Hat man den Zauber? Hat man den Zauber in der Hand? Ich weiß es nicht. Ich denke ja. Feldnötterich hätte ich gerne. So, da ist ein Suchender und der steht auch nicht bei den anderen. Ich sehe aber auch... Ach, da ist noch ein Einzelner, okay. Ich sehe jetzt aber gerade keine wilden Tiere mehr. Das heißt, ich... Nein, 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 nein! Den da. Nein! Nicht zweimal! Du Depp! Oh Gott! Das wird nix. Das hätte der Feuerzauber sein sollen. Ah, und jetzt verhaspel ich mich. Bei der Waffe. Oh Gott, nein! Immerhin habe ich jetzt ein bisschen Zeit zum Reagieren, wenn der erste Eisblock weg ist. Weil ich dann weiß, der zweite verschwindet auch gleich. Bin ich hier ausreichend in Deckung? Das sieht mir sogar danach aus. Ist ja witzig. Einmal 100 Mana, bitte. Und dann... Ja, Moment. Wie viel Mana kostet das? Ich muss mal eben gucken. Hier so gemütlich hinterm Baum. 25 für den Feuersturm, 40 für den Eisblock. Wenn ich 40 Mana hergebe, habe ich noch 60. Ich könnte allerdings 66 haben. Das reicht auf jeden Fall nicht für einen weiteren Feuersturm. Also für einen reicht es, aber nicht für... Also ich kann auch für zwei, die ich reinmache, indem ich meinen Mana voll auffülle. Das meine ich. Ich habe gerade das Gefühl, ich rutsche so ein bisschen weg, wenn ich da drauf hau. Deswegen mache ich hier gelegentlich mal einen Schlag nach vorne. Nein! Bei Fuß, brav. So ist gut, ne? Bei Fuß, so mag ich die Suchenden am liebsten. Wenn sie bei Fuß sind. Im Sinne von am Boden. Okay, dann bitte einmal wieder Mana auffüllen. Ich finde, das funktioniert so ganz gut mit den Suchenden. Allerdings ist mir vollkommen bewusst, dass das nur funktioniert, weil es Einzelne sind. Sobald ich das mit mehreren zu tun habe, naja, okay, zwei könnte ich auch noch einfrieren. Dann hätte ich aber halt keinen Mana mehr für einen Feuerzauber. Müsste ich ja auch nicht unbedingt haben. Weiß ich gar nicht, ob ich den überhaupt brauche oder ob ich alles hier mit der Waffe machen kann. Ich kann immerhin die Hälfte abziehen. So viel ist schon mal gut. Und vielleicht sollte ich mir den Feuerzauber tatsächlich sparen, damit ich direkt, wenn er auftaut, einen weiteren Eiszauber machen kann. Bin ich hier in Deckung? Ui, gerade so nicht. Jetzt bin ich in Deckung. Und wieder ein 100er. Was soll's? Und dann bin ich ein bisschen angeschlagen. Oder mal ein paar Pilze. Und ein Fisch. Beides sollte dann reichen, genau. Was tut es? Vergiss es, Mann. Vergiss es. Du hast keine Chance gegen mich. Ich bin der Auserwählte, der die Welt rettet vor den dunklen Schergen wie dir. Also ich finde, dafür, dass ich der Auserwählte bin, schlage ich mich ziemlich schlecht hier bei den Suchenden. Mal ehrlich gesagt. Nun gut. Ein weiterer ist tot. Ein weiterer ist down, zu Boden gegangen. Ein Feldknöterich. Natürlich wächst er hier. Der wächst hier bei so magischen Zirkeln und so, ne? Ich brauche auf jeden Fall hier 40... Moment, ich brauche 40... 40 Mana. Das macht zwei von denen. Und einen hiervon. Und dann brauche ich exakt 100 Lebenspunkte. Dann nehmen wir 70.
Und hier 30. Gut. Ich bin komplett geheilt. War hier noch ein Suchender außerhalb des Steinkreises? Sieht mir nicht so aus. Auf Höhlen und so und Pflänzchen werde ich hier nachher durchsuchen, wenn hier alle Gegner weg sind. Hier war gerade noch ein Goblin-Skelett. Verdammt, da ist tatsächlich noch einer. Wow! Hey, wer sagt's denn? Wer sagt's denn? Ich bin eine Stufe gestiegen. Sehr gut. Ich könnte jetzt meinen Mana steigern. Wie gesagt, wenn ich einen Eisblock mache, dafür brauche ich 40. Dann habe ich danach 66 übrig, wenn ich meinen Mana um 8, ne, um 7 steigere, ne, um 8. Ne, um 9. Um 9 muss ich meinen Mana steigern. Wenn ich meinen Mana um 9 steigere, kann ich nochmal einen weiteren Feuerzauber machen. Oder, ich glaube, ich würde eher das versuchen, den nächsten magischen Kreis lernen oder neuen Zauber lernen. Ich glaube, das wäre sinnvoller. So ein Blitzzauber wäre mal cool. Weil diese Suchende, die haben, glaube ich, ein bisschen arg heftigen Schutz für Feuer. Deswegen macht man Feuerzauber hier so wenig Schaden. Sag ich doch. Wenn ich sage, ich krieg dich, dann kriege ich dich. Okay, wo war das Goblin-Skelett? Das war hier irgendwo. Keine Ahnung, ist ja auch egal. Ich brauche hier wieder ein bisschen Abstand, um mich wieder hochzuheilen. Ich brauche 80 Mana. Diesmal. Die Frage ist nur, wo kriege ich 5 Mana her? Ja, ich könnte wieder Bier trinken. Was soll's, dann mache ich das halt. 1, 2. Ich gebe Wein. Auch eins. Boah, aber den trinkt der so lahm. Ist ja ätzend. Ist ja mega ätzend. Ach, die Milch genauso. Okay. Vergiss es. Ich heil mich hoch. Ich brauche erstmal ganz viel. Moment. Ich mache eben aus der 3. Eine 8, eine 3. Dann kann ich aus der 3 nämlich eine 5 machen. Dann ist einfacher zu rechnen. Ich brauche 25 und 45. Viel. Keine Ahnung. Ich bin nicht unter Zeitdruck. Trinke ich 70er. Jetzt brauche ich noch genau 200. 200 heißt 2 hiervon. So. Nur nichts verschwenden. Ich fürchte, der Kampf hier wird noch ein bisschen länger dauern gegen die. Das war dumm. Das sollte eigentlich 336 sein. Egal. Wie viele Suchende gibt es hier denn? Ich sehe einen, zwei, drei. Drei waren es gerade. Kann ich denn jetzt hier einfach dreist sein? Ich bin hier einfach mal dreist. Ich trinke einen Trank der Geschwindigkeit. Und dann renne ich da rein. Verdammt. Gib's mir, gib's mir. Sehr gut. Und dann... Tschüss, ihr Deppen. Haha, ich habe das Auge Innos. Sehr schön. Ich habe das Auge Innos. Wer sagt's denn? Damit kann ich zu Vatras gehen. Und ihm Bericht erstatten. Myxir? Hey, warum ist hier Myxir? Wo ist Vatras? Ach, Vatras ist hier. Hey. Erstmal hier, Vatras. Deine Ablösung ist da. Ich glaube, das weiß er schon. Sind die Dinge jenseits der Berge im Nordosten geregelt? Ja, das sind sie. Raven ist tot und die Bedrohung ist abgewendet. Das sind wahrlich gute Neuigkeiten. Hoffen wir, dass sich derartige Dinge nicht wieder ereignen. Ja, das hoffe ich auch. Erstens und zweitens, ich bin ja da, um alles wieder in Ordnung zu bringen, ne? Kannst du mich heilen? Adanos, segne die. Ja, danke schön. Das Auge Enos ist zerbrochen. Ich weiß. Ich habe es schon von einigen aufgebrachten Novizen erfahren. Die Suchenden haben den Sonnenkreis der Feuermagier dazu benutzt, das Auge Enos zu zerstören.
Einen gelungenen Schachzug des Gegners würde ich das nennen. Ja, das kann man so sagen. Nachrichten verbreiten sich schnell in dieser Stadt. Das ist auch gut so. Der Feind wird genauso wenig schlagen. Was soll nun mit dem Auge geschehen? Wir müssen es wieder zusammenfügen. Aber das ist keine leichte Aufgabe, fürchte ich. Die Fassung ist in zwei Teile zerbrochen. Dies vermag ein geschickter Schmied wiederzurichten. Aber das ist eigentlich nicht die Schwierigkeit dabei. Vielmehr macht mir der eingelassene Edelstein Sorgen. Er ist matt und kraftlos. Der Feind scheint genau gewusst zu haben, wie man ihn schwächt. Wie erhält der Edelstein seine Kraft zurück? Ich sehe nur einen Weg. Eine Vereinigung der drei herrschenden Gottheiten sollte den gewünschten Effekt erzielen. Ein gut vorbereitetes Umkehrritual an dem Ort seiner Zerstörung wird dem Edelstein wieder Feuer geben. Das Problem dabei ist allerdings, dass du jeweils einen irdischen Vertreter von jedem der drei Götter zu diesem Ort bringen musst. Des Weiteren bräuchte man eine Menge Sumpfkraut für dieses Ritual. Ich schätze, drei Krautpflanzen müssten es schon sein. Wo würde ich dieses Sumpfkraut finden? Ich habe da etwas von einer alten Giftmischerin namens Sakita in den Wäldern gehört. Sie soll angeblich solches Kraut verkaufen. Du könntest dein Glück aber auch unten am Hafen versuchen. Wer könnten diese drei irdischen Vertreter der Götter sein? Für den Gott Adanas werde ich mich zur Verfügung stellen. Pyrokar, der oberste Feuermagier, wäre der Richtige, um den Gott Innos zu vertreten. Aber für Belia fällt mir kein geeigneter Bewerber ein. Es müsste jemand sein, der die schwarze Magie beherrscht. Xardas? Schwarze Magie? Was ist mit Xardas? Das ist es. Es könnte funktionieren. Doch frage ich mich, wie du uns alle drei zusammenbringen willst. Ich sehe jetzt schon Pyrokars Gesicht, wenn er hört, dass er mit Xardas an einem Strang zieht. Wo finde ich einen Schmied, der die Fassung des Auges reparieren kann? Frage in den umliegenden Gebieten nach einem, der sich auf das Reparieren von Kleingut versteht. Ich muss los. Ich werde ebenfalls aufbrechen und am Sonnenkreis die Zeremonie vorbereiten. Oh. Schicke Xardas und Pyrokar dorthin. Und vergiss nicht, das Sumpfkraut mitzubringen. Ich verlasse mich auf dich. Oh. Wie steht's ums Auge Innos? Denke daran. Nur ein Ja. Und vergiss nicht, das Auge. Ja. Das Auge in der reparierten Fassung mitzubringen. Ah, okay, verstehe. Oh, sage ich, weil ja dort bei dem Kreis noch die vier Suchenden sind, die ich nicht besiegt hatte. Meinst du, mir geht es besser? Wo ist denn das Auge Innos? Wo habe ich das denn? Hä? Wo ist denn das? Ist nicht mehr? Ich hab's doch noch, oder? Das ist der Portalöffner. Ich denke, Sumpfkraut. Ach ja, genau, und Sumpfkraut wollte ich schauen, wie viel Sumpfkraut ich habe. Aber ich fürchte, das habe ich letztes oder vor ein paar Folgen letztens komplett an Fortuno gegeben, um Erfahrung abzustauben. Sieht mir so aus, ja. Okay, wo ist das Auge Innos? Das ist Auge Innos. Der Edelstein ist matt und kraftlos. Okay. Gut, Myxia, hey, du bist die Ablösung. Hey, vielen Dank. Danke dafür. Ja, genau. Lehre mich die fremde Sprache. Die hohe Sprache der Priester ist wahrhaftig sehr schwer zu verstehen. In der Sprache der Priester, jeder dieser Texte ist... Verdammt, nee, lass mal, ich glaube, ich habe tatsächlich Besseres zu tun erstmal. Du wirst jetzt in der Stadt bleiben? Einer von uns muss ja hier sein, wenn Vatras die Stadt verlässt. Eins wollte ich dir noch sagen. Das war wirklich eine wahre Heldentat, die du in Jakenda vollbracht hast. Leider bin ich mit meinen Aufgaben hier in Korinnes noch nicht am Ende. Schon. Aber ich bin sicher, dass du auch diese meistern wirst. Bewahrer. Mhm. Wir werden sehen. Wenn wir sehen. Du wirst jetzt in der Stadt bleiben? Einer von uns muss ja hier sein, wenn Vatras die Stadt verlässt. Genau. Richtig. Ich habe mir gerade überlegt,
die Sprache zu lernen, aber das ist Blödsinn, weil eigentlich reicht es ja, wenn ich die Dinge später lese. Also spätestens dann, wenn ich ganz, ganz viel Mana habe und Mana 5 Lernpunkte kostet. Und jetzt würde ich die Lernpunkte erstmal dafür einsetzen, hier neue Zauber zu lernen oder meinen Mana zu steigern. Wenn ich es nicht mit eigenen Gut, ich brauche auf jeden Fall erstmal Sumpfkraut. Wo kriege ich Sumpfkraut her? Ich denke mal, Sumpfkraut kriege ich auf jeden Fall bei dem Sumpfkrauthändler, bei den Söldnern. Dem habe ich jetzt ein Paket wieder gebracht, der dürfte genug haben. Ich werde mich jetzt erstmal hier eine Runde aufs Ohr hauen. Ach verdammt, warte mal. Tue ich gar nicht. Denn zuallererst habe ich ja zum Glück noch eine Heilung der Besessenheit dabei. Jetzt haue ich mich aufs Ohr. Und dann werde ich mal die Schmiede abklappern. Ich glaube, es gibt nur zwei hier in der Stadt. Einen und Bennett, den ich ja befreit habe. Ich schätze mal, Bennett wird auf jeden Fall kooperativ sein. Weil ich ihn ja befreit habe aus den Klauen der Paladine. Aber da ich gerade hier in Korinnes bin, würde ich jetzt zuallererst mal... wie heißt der? Harad, genau. Harad würde ich fragen zuerst. Ja. Und dann schauen wir weiter, wenn die Fassung repariert ist, wie ich dann die Magier dazu bringe. Na je, das wird lustig. Und Xardas, damit ist es bestätigt, Xardas ist ein Anhänger Belias. Aber er hat scheinbar trotzdem nicht mit dem ganzen Bösen hier zu tun. Es ist interessant. Ach, ich bin doch blöd. Ich tippe jedes Mal viel zu schnell. So ist gut. So. Xardas ist ein Anhänger Belias, aber trotzdem ist natürlich Belia wohl daran interessiert, hier diese Welt irgendwie am Leben zu erhalten. Und der neue Böse, der kommt, der von den Drachen, der halt wohl eben nicht. Ja, schauen wir mal. Ich würde jetzt mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, die Folge ist schon zu Ende. Und beim nächsten Mal suche ich dann den Schmied und dann geht's weiter. Bis dahin, auf Wiedersehen.